Bevor wir gleich im Stream Sea of Thieves machen, ist noch ein paar Minuten Zeit für City Skylines und in dieser kalten Stadt gibt es noch eine Menge zu tun. Hallo zusammen, mein Name ist Fitzfuchs und wir haben das letzte Mal hier ein bisschen was Neues gebaut. Ich wollte die Stadt erweitern, ich wollte das bewusst so ein bisschen unterteilen. Und wir haben auch hier ein bisschen Industrie angesiedelt, direkt an der Autobahn. Das fand ich ganz gut. Hier mit so ein paar Bäumen unterteilt. Und ich weiß, ihr fühlt euch jetzt wie bei der Netflix-Serie, wenn ihr die Folgen auf YouTube alle nachguckt. Was erzählt ihr mir denn, was ich gerade eben geguckt habe, ne? So. Was mir nicht so ganz gefällt, und da ist auch der innere Monk bei einigen Zuschauern angeschlagen, ist das hier. Der Winkel passt nicht. Hier ist ja noch nichts passiert. Nö. Also können wir das ruhig nochmal abreißen. Das kostet dann zwar Geld und Nerven, aber dann kriegen wir einen halbwegs rechten Winkel hin. Ne? Weil. Weil. Das muss reichen. Das passt nämlich alles nicht so wirklich. Also bedingt schon, aber... Kann ein bisschen zaubern, ne? Aber es ist alles nicht so. Was für Mods habe ich eigentlich aktiviert? Ah, kann ich jetzt nicht, ne? Und wir speichern nochmal. Icehills in die Cloud rein. Wir gehen kurz ins Menü. Wir verlassen zum Hauptmenü. Wo ist denn der Mods-Bereich? Hey, auch hier? Wo war das denn? Inhaltsverwaltung oder was? Warum habe ich das nicht an? Weiß ich. Aha, wenn ich es anmache, dann wird es sagt, er lädt länger und so. Okay. Mods da. All areas portable, genau. Ich möchte alle kaufen können. So, Automatic Bulldoze, Automatic Destroy, Abandoned and Burned. Sagen wir mal auch mal an. So, der Terminator ist weg. Also, dass dieser Vogel in der Mitte weg ist, der nervt nur. Enable Achievements brauchen wir nicht. No more purple. Completely remove the chains of the ground color. Das ist bei Schnee egal, wir sehen es eh nicht. No purple brown water. Herausforderung nur für erfahrene Spieler. Unbegrenzt Erde. Unbegrenzt Geld, unbegrenzt Erz und Öl, so alles klar. Gut, das sind die Mods, die wir jetzt aktiviert haben. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Alles laden. Also, das ist halt für die Systemleistung schwacher PCs, ne? Also je mehr Flächen wir hier kaufen können, desto schwieriger wird es halt. Für die Rechenleistung. Sollen wir jetzt auf Kaufen gehen? Genau. Also sonst können wir, glaube ich, nur einen neuen kaufen. 2, 3. Ja, genau. Also ich glaube, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
3, 6, 9. Aber wir haben auch schon das hier. Keine Ahnung. Also sonst irgendwie nur 9, aber jetzt können wir alle 25. Also so können wir uns richtig austoben mit der Mitte, mit der Mod. Und ich bin überlegen, ob wir hier oben jetzt einfach das Ding mal dazu kaufen. Was kostet denn der Bums? 5.100. Wir brauchen es aktuell nicht wirklich. Aber nur, weil wir es nicht brauchen, heißt ja nicht. Ich kann ja gleich nochmal laden. Haben wir irgendwelche monatlichen Kosten dadurch? Eigentlich nicht. Traum, geh jetzt einkaufen. Jetzt einkaufen. Wir haben noch genug City Skylines. Guck's auf YouTube nach. Geh einkaufen. Oder guck den Stream nach auf Twitch. Geh jetzt einkaufen. Jetzt. So, sonst kriegst du nichts mehr für Weihnachten. Und dann ist Feiertag. Und dann ist Feiertag. Und dann musst du zur Tanke gehen. Und dann bist du arm. 5.000. Also, wenn ich das jetzt kaufe, haben wir monatliche Einnahmen? Also gehen die runter? Nein. Wir dürfen nur 3 Stück aktuell kaufen, weil unsere Stadt noch zu klein ist. Ist klar. So. Brauchen erst mehr Einwohner. Aber jetzt können wir das hier schön bauen. Ah, da passt der Winkel doch gar nicht. Ich habe auch eine lustige Idee. Ah, ich habe nur lustige Ideen. Noch irgendeine Taste war das. STRG, Alt. Irgendwo konnte ich doch. Also wir werden das nicht so legen. Das machen wir nicht. Wir müssen diese Strecke nochmal neu machen dann. Ach ja. Aber ich konnte es mit mir selbst nicht vereinbaren. Hätte mich geärgert. Das ist noch eins tiefer. Mhm. Abreißen, hallo. Reiß die Hütte ab. Das passt aber auch nicht, oder? Oh. Gut. Bitte geschwungen. Ja, oder? Och, so kann man es doch halbwegs durchgehen lassen. Ach so. Wahlstraße. So, und jetzt können wir auch wieder weiterlaufen lassen. Ich habe ein paar Autos geaddet. Offstream. Und ein paar weggemacht. Das sollten jetzt mehr unterschiedliche Autos rumfahren. Und noch, auch noch so ein paar Firmennamen. Ich könnte mal sagen, machst du ja Werbung für die? Einerseits ja, andererseits finde ich aber, es wirkt ein Ticken realistischer, wenn halt einfach die Autos rumfahren, die man kennt. Ja, also ich meine, die ganze Zeit ist UPS rumgefahren, wo waren die anderen? Ja, die sind jetzt auch alle da. Sea of Thieves, zwischen 8 und 8:30 fangen wir an. Ja, ich spiele das hier jetzt so lange, bis Hannibal auftaucht. Und dann wechseln wir das. So, also hier kommt dann gleich die Schule rein. Und die Polizei und alles. Machen wir hier so in die Mitte, so ein bisschen Service Point. Dann machen wir hier ein bisschen Essen, Verkauf, hier ein bisschen Essen, da ein bisschen Essen, da ein bisschen Essen. Und hier kommt dann irgendwas hin, Straßenbahn oder Zug. Ach so, und dann kommt und dann fährt die Straßenbahn dann hier so runter. Hier so rüber, fährt dann hier in der Mitte durch. Überlegen wir uns noch was.
Ne? Und da machen wir mal eine Verbindung zwischen den Haupthöhen und was weiß ich, hier oben, was wir dann noch immer hier hin machen. Oder auch weiterlaufen lassen. Tja. Reiß die Straße ab. Reiß die Straße ab. City Skylines raubt mir manchmal den letzten F. Da ist noch kein Wasser und kein nix, da ist bisher nur Straße. Ich weiß. Wir arbeiten dran. So, ich würde gerne hier. Ist die falsche Straße? Ja, ist es. Deswegen verreist die auch so schnell. Downgraden. Ist uns das Geld? Nee. Oh nee, Moment, hier soll sie vierspurig bleiben. Hier schon. Oh, falsch, 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 falsch. So, haben wir jetzt alles, ja. Drüben haben wir sie gleich kleiner gebaut, ne? Genau. Genau. Feliz Navidad im Radio, naja. Der Weihnachtsklassiker. So, was ergibt's da? Ja. Wie sieht's aus? Strom wird eng. Müll, Wasser passt noch. Müll wird auch eng. Aber wir kriegen gleich die Müllverbrennungsanlage. Okay, also wir müssen bei Strom noch was tun. Kann jetzt nicht mehr Leute ans Stromnetz anschließen, ohne dass das nach hinten losgeht. Dann Dichtzimmer mal umsetzen. Nee, oder? Wird passen. So, Strom. Da müssen wir noch eins kaufen. Jetzt passt sie da nicht rein wegen dem anderen Windrad, oder was? So. Schwunge dich noch und durch Verließen, habe ich gedacht, ja, warum auch nicht? Aber wir müssen erstmal für die Schule sparen, die wir hier reinsetzen. Und dann müssen wir auch ein Bussystem irgendwie rankarren. Ach so, das da oben ist notgedrungen schief gewesen. Ja. Muss ich mal wieder abreißen. So. Jetzt passt das hier doch besser.
Das ist mir sonst zu groß. Achso, hätten wir mein Loch drin, ne? Ich verstehe. Dann müssen wir es so machen erstmal. Okay. So, wie sieht's mit dem Wasser? Wieso Wasser? Oh. Den fehlt es an Arbeitern, das habe ich schon mitbekommen. Da sind wir ja gerade dran. So. Wir sparen beide für die Schule. Was kostet die Schule nochmal? 10.000. Da wieder was im Winkel nicht. Wieso passt da der Winkel nicht? Doch, der Winkel passt, aber es geht um die Höhenunterschiede, ne? Ja, okay, dann kann ich es nicht ändern. Okay. Schule. Ja. Ungefähr mittig hier, ne? Genau, das reicht nicht, aber da machen wir dann eine Busverbindung oder so. Kriegen wir schon hin. Stimmt, die haben keinen Strom. Das stimmt. Machen wir mal ein Windrad nebendran, oder? Jawohl! Ich will jetzt eigentlich da jetzt nicht ohne unnötig die Bäume abreißen für so ein blödes. Aber hier soll auch nichts hin eigentlich, außer das Servicegebäude. Ich habe kein Geld für ein weiteres. Also, ja, ein Tod müssen wir sterben. Das, was ich vorhabe, aber ein klein bisschen länger machen. Oh, was haben wir denn da verzeiht? Ah, es geht nicht anders wegen dem Hang. Dann ist das so. Dann ist das so. So. Euch fehlt es an Mitarbeitern? Ich weiß, wir sind ja gerade dabei. Da kommen die Streufahrzeuge schon, oder? Wir werden auch irgendwo, auf lange Sicht werden wir noch eins bauen müssen. Dass wir so in jedem Gebiet einmal ein Streufahrzeug stehen haben. Sehr wahrscheinlich. Ich meine, wir haben hier unten eins sitzen, das ist eigentlich ziemlich blöd. An der Stelle hier. Die Schneedeponie können wir so umsetzen, wir können sie nur entleeren lassen, ne? Ich hätte, dass wir mehr so zentral setzen sollen. So wie hier. Oder so. Wir gucken mal. Es ist ja nichts in Stein gemeißelt bei City Skylines. Zumindest bei mir nicht.
Ne? So, ab 7500 Leute haben wir das nächste Ziel erreicht. Dann gibt es endlich die Müllverbrennungsanlage. Die brauchen wir, weil wir wissen alle, nur verbrannter Müll ist guter Müll. Und was kümmern uns das Ozonloch? Und generell der Planet, scheiß doch drauf. Nach mir die Sintflut. Zumindest hier in dem Spiel. Also verbrennen wir den Müll. Und wir recyceln ihn ja aktuell auch stark. Ne? Also nicht, dass ihr mir hier den Teufel an die Wand malt. Was ist das? Luftschiff oder was? Zeppelin, es hat doch nur eins gegeben. Nee. Pflasterter Fußweg. Busse könnten wir ja jetzt schon machen, ne? Theoretisch. Ja. Ja. Aber wir sollten auch mal gucken, wie sieht's mit Wasser aus? Wie sieht's mit Strom aus? Wie der Wind läuft? Wie sieht's mit Müll aus vor allem? Noch ganz gut. Klar, die Deponie steigt, da wird nichts verbrennen. Aber ja. Aber jetzt fängt's wieder stark an zu schneien. Und wie ihr seht, nee, wir müssen... Wir müssen hier oben noch, aber... Eine gute Frage. Direkt hier bei der Schule. Das ist doch fies, oder? Das ist, glaube ich, der Albtraum jedes Schülers. Dass die Streufahrzeuge direkt neben der Schule sind. Weil, oh, es schneit, vielleicht haben wir schneefrei, weil die Straßen glatt sind. Oder ist das Streufahrzeug direkt nebendran? Und der guckt dich an. Du musst in die Schule. Das ist ja schon fies. Ja, wir können direkt nebendran machen, mein Gott. Was haben wir denn für Transportmittel und Möglichkeiten? Wir haben den Oberleitungsbus und wir haben die Straßenbahn. Straßenbahn, wie der Name schon sagt, fährt auf der Straße. Könnten wir unser bestehendes System mit einbinden? Beispiel die zweispurige Straße. Ein Mittelstreifen. Mit Mittelstreifen. Und ja, und wo ist dann, hä? Mit Mittelstreifen, Straßengleis und Fahrradweg. Jetzt geht's ja aber ab. Premium. Absolut Premium. Was ist das? Das ist dann ein sechsspuriger. Oh, Leute. Scheißen wir Geld oder was? Vierspurige Straße mit Straßenbahngleisen. Aber wahrscheinlich dann auf derselben Straße, ne? Also nicht extra nochmal so. Wo ist denn der Klassiker? Wo ist denn der Klassiker mit, wir können uns gar nicht das Straßenbahndepot leisten. Abgesehen davon. Wir sparen ja noch. Zweispurige Straße mit Straßenbahngleisen. Genau. Wenn so die Gleise in der Mitte sind. Das ist doch der Klassiker. So, was ist das? Die U-Bahn. Brauchen wir. Kriegen wir erst ab 7500. Wann haben wir denn den Zug? Erst ab 10.000. U-Bahn ist natürlich angenehm, weil du sparst halt Platz wie Sau. Ist richtig. Aber die siehst du ja nicht. Sei denn, du machst wie Köln, nimm ein Stück rausholst und nennst du Straßenbahn. Oh, hatte ich mal eine krasse Diskussion mit einem Kölner. Der mir verklickern wollte... Wir haben eine Straßenbahn und keine U-Bahn, ist so beruhig. Da muss es wohl nicht bei allen Kölnern, aber da muss es wohl generell so ein bisschen Diskussionsbedarf geben bei den Leuten, die da wohnen. Ich weiß nicht, ob es jeder so sieht. Auf jeden Fall der eine. Und ich weiß noch, das ist schon ein paar Jahre her. Es war nach der Gamescom und die Gamescom hat ja auch direkt Köln-Deutz, ne? Dieser Bahnhof da. Und dann kommt voll das süße Mädel und man hat ihren Augen schon angesehen, die will den jetzt ansprechen, den Typen, die findet den gut. Und die meint, Entschuldigung, wo geht's denn hier zur U-Bahn? Und der Typ dann, gar nicht, wir haben keine U-Bahn, wir haben eine Straßenbahn. Das war nicht der, mit dem ich diskutiert habe. Und sie, ah, danke. Und ich habe mir gedacht, das ist ein typischer Sheldon-Cooper-Move. Und ich habe mir gedacht, Junge, ach ja. Also angeblich haben wir genug Leute, aber auch irgendwie nicht. Aber da oben können sie noch einziehen. Wollen sie aber nicht. Kriminalität. Ihr kriegt direkt die Polizei hier gebaut. Ah, aber sowas von. Hier. Polizeiwache. Achso, weil wir hier die Mittelstraße drin haben. Genau, also hier sollen die ganzen Service-Dinge hin. So bauen wir das gerade mal.
So, wir müssen natürlich auch eine Feuerwehr bauen, weil wenn es brennt, dann brennt's. Das war nur ein Blitzschlag. Wir müssen eine Feuerwehr bauen. Puh, Moment! Ja, ich würde gerne, hier würde ich gerne, aber wir können ja nicht bis 10.000 warten. Dann müssen wir die Straßenbahn bauen. Haben die Kleinstadt erreicht. Oh, gab's auch nicht Kohle. Nee, also wir brauchen da jetzt erstmal nichts Großes. Also ich muss jetzt kurz überlegen, wie wir das hier machen mit dem, mit dem Verkehr. Das macht wahrscheinlich auch Lärm, ne? Aber, das zieht ordentlich Strom. Und sollten wir auch irgendwo hinstellen, wo es keinen stört. So eine Straße platziert werden, ja, das doch. Gefälle zu steil. Stell dich nicht so an. Ja, okay. Was können wir denn jetzt für Stromsachen bauen? Haben wir irgendwas Besseres bekommen? Stromtechnisch? Nee, erst wieder bei wenn nichts mehr hören, ne? Das ist wieder das Wasserkraftwerk. Naja. Können wir jedes bisschen Wasser stauen? Jetzt könnte man nämlich auch wahrscheinlich ein neues Feld kaufen, ne? Nicht, dass ich es wollen würde, aber genau, jetzt könnte man ein neues Feld kaufen. Ja, dann zum Beispiel hier oder das, egal, dass wir irgendwo Wasser stauen können. Das wäre dann eine Idee. Also wir kaufen jetzt kein Feld, aber es war nur gerade überlegt, was wir machen können. Ansonsten. Also stromtechnisch, so eine Energiewende wäre ja schon ganz geil. Was haben wir hier noch? Das Geothermiekraftwerk. Wie funktioniert das denn? Nutzt Wärme aus dem Erdinneren, um die Stadt ohne Verschmutzung mit Elektrizität zu versorgen. Jetzt ist die Frage, haben wir hier irgendwo Wärme aus dem Inneren? Ich würde fast sagen, nö, hier ist alles ziemlich kalt. Verschmutzung, Feuersicherheit, Transport. Gibt's da für alles ein Logo? Stufen? Strom, das kriegen wir ja automatisch. Aber du musst doch, irgendwo musst du auch Erdwärme oder so. Wind, Gesundheit, Bildung. Naturrohstoffe, Stadtviertel, Freizeit, Heizung, Verkehrsrouten, Touren, Tourismus, Postämter, Servicepunkte, Fischindustrie. Ich glaube, er wird es mir. Das ist ja das Stromding. Beim Strom sagt er mir keine Erdwärme an. Also ich würde sagen, hier ist nichts. Wenn ich auf Wasser gehe, dann zeigt er mir, glaube ich, auch an. Hatten wir nicht irgendwo noch so eine Unterwasserlinie? Haben wir nicht irgendwo Wasser? Sehen Sie nichts? Müll, Bürgerzufriedenheit. Der Wind, das ist klar, ne? Das ist gutes windiges Eck, das haben wir schon gesehen. Aber Verkehrsfluss ist noch okay. Da haben wir die Verschmutzung. Naja, die muss da weg auf lange Sicht, das ist klar. Was sagen, der Wald blockt ein bisschen, oder ich bild's mir ein. Gut, Feuerwehr sind wir auch beschissen ausgestattet. Haben wir, glaube ich, gar keine, ne? Nö. Haben wir, glaube ich, nicht. Ist voll lang, die Laborix-Rot. Ist voll lang.
Ja, aber Erdwärme? Erdwärme, wo bist du? Vielleicht Rohstoffe? Nicht wirklich. Was ist das? Was ist? Erz ist das, oder was? Das Blaue? Grünes Wald. Ja gut, fruchtbares Land kriegen wir nicht. Schwarz wäre Öl. Hätten wir da Öl? Und da oben. Okay, es gibt hier Öl. Der Bodenrichtwert, ja, ist klar. Warum ist der so hoch? Wegen dem Wasser? Ja, wenn wir Häuser im Wasser bauen. Also, was heißt hoch? Höher. Okay, was haben wir noch? Die Gebiete, ich weiß. Geländehöhen. Heizung. Genau. Heizungsanrichtung aktiv, inaktiv. Gebäude geheizt, unbeheizt. Ja, die sind wohl alle unbeheizt. Jetzt auch. Aber ich glaube, so das konnten wir bisher noch gar nicht bauen, oder? Jetzt können wir. Ja, minus 16 Grad und die sind unbeheizt. Okay, also das frisst Wasser und das frisst 320 kW Strom. Macht eine Heizleistung von 120. Geht über dasselbe Rohrnetz, oder? Weiß ich nicht. Ah, okay. Es sind kombinierte Rohre. Was haben wir hier? Das Heizkraftwerk. Ja. Das ist schön. Kommt die Wärme aus der Tiefe hoch. Ja, aber welche Tiefe denn? Ich muss hier doch dann irgendwie, ich muss doch irgendwie ein Symbol kriegen, dass da Wärme ist. Soll hier Wärme sein? Nein, das war nur Schatten. Ich glaube, hier ist einfach keine Wärme. Weil wir sind hier mitten in der Eiszeit. Also, okay. Also, Heizung wär mal wichtig. Da sind wir uns, denke ich, alle einig. Und ich würde dann hier eine Straße rüberziehen. Und hier runter. So. Also nochmal. Das Ganze hier erzeugt Strom, kostet 320 kW. Wie viel Strom haben wir denn aktuell? Megawatt. Klingt also jetzt gar nicht mal dann wieder so rum. So viel. Weil, was kostet denn so ein normales hier? 240 kW. Kostet ein. Das kostet 320. Also, erzeugt Megawatt, erzeugt Heizleistung 120 Megawatt. So, wie viel Wasser haben wir denn? Welche Einheit wird das denn angegeben? Jetzt weiß ich nämlich nicht, ob eins reicht. Aber das werden wir herausfinden. Wie groß ist denn so eine Station? Oh ja, das geht ja. Vom Platz. Wieder alle vom Strom. Ne, haben wir nicht. Haben wir nicht. Passt. Ist da eine Leiche? Hol den doch mal ab. Der Friedhof voll? Nö. Also da ist noch ein bisschen Platz. So, und ich würde jetzt, einfach weil wir es können, jetzt 1000.
Ja, kann ich es nicht upgraden? Doch. Müsste ich dann neu bauen. Ist teuer. Es dauert, bis die dann wirklich alle beheizt sind. Wir müssen die nochmal abreißen. Sagen, das ist ziemlich wenig Heizung, die wir an den Start bringen. Ziemlich, ziemlich wenig. Zumal die Rohre auch sehr teuer sind. Kann ich dir nicht sagen? Kann ich dir nicht sagen, aber der Mann hat Frau und Kinder. Sprich, das hat natürlich immer Vorrang vom Zocken. Und ich sag mal so, morgen ist Samstag. Können wir ein paar Minuten länger machen auch, zur Not. Müssen wir hier mal gucken, wie wir das hier neu verlegen. Teuer sein. Gucken, dass ich denen das Wasser da nicht nehme. Weil wir gehen ja dann gleich hier runter. Das sollte schon passen. Oh, jetzt haben wir aber keine Verbindung mehr. Wichtig, wichtig, wichtig. Ich möchte eine Mod, wo ich einschalten kann, setzt unter den Straßen, Bau von Wasser und Abwasser. Das geht, glaube ich, sogar. Weiß nicht, ob es vom Game aus gibt, aber ich kann mir vorstellen, dass es so eine Mod wirklich gibt. Und wo ist jetzt mal bitte? Ja, sehr schön. So, wie sieht es mit Strom aus? Das dachte ich mir. Langsam kommen wir an die Grenzen. Also, bis wir alle beheizen können, dauert es noch ein bisschen. Was mich interessiert, aber ich glaube, das ist nicht so. Wir beheizen ja jetzt. Ist ja keine Straßenheizung. Was mich interessiert ist, sind die Straßen jetzt besser von Schnee befreit, weil unten drunter die Heizung läuft? Ich glaube nicht. Das wäre schön, aber nein. So, das heißt, ja, ich bin ja jetzt gerade hier. Ich will eigentlich hier lang. Ich will erstmal, dass alle Wohnhäuser beheizt sind. Das ist mir eigentlich wichtig. Dann müssen wir uns hier entlang heizen, hier rüber und dann werden die alle beheizt. So ist der Plan aktuell. Schönes Spiel. Schönes Suchtspiel.
Also, wir müssen gleich noch ein Kraftwerk bauen. Und schon kommen die Leute ran, weil schon wird's warm. Ja, schon haben die Bock. Ich meine, die haben wahrscheinlich schon geheizt. Aber sie hatten halt keine Fernwärme. Und die ist halt günstiger. So hat halt jeder selbst seinen Kamin befeuert oder so. Ja. Was auch ein bisschen witzig ist, es gibt hier so kein DSL. Ich muss mich nicht ums Internet kümmern. Wisst ihr? So Telefonleitungen oder so. Hätte man ja theoretisch auch noch einbauen können. Ja, wir gucken mal, dass wir dann hier uns hier so entlang bauen. Und dass wir dann erstmal hier. Und dann, dass wir erstmal alle Wohnhäuser beheizt sind. Sehr wahrscheinlich werden wir davon von denen noch ein paar bauen müssen. Aber erstmal brauchen wir noch ein Kohlekraftwerk. So, wir haben da oben eine Schule. Jetzt wollen wir wieder, dass mehr Leute einziehen, aber ich möchte mich ehrlich gesagt erst um die Heizung kümmern. Heizung. Ja. Also die kriegen die Straßen nicht freigeschippt, ne? Wir haben zu viele Straßen, zu wenig Streufahrzeuge. Müssen wir noch eins bauen? Dinger machen auch Lärm, ne? War, glaube ich, bei Straße. Oder? Wo waren die Dinger? Ja, hier. Achso, das ist ein Strom. Ah, der ist aber direkt Strom. Oben wäre es mir irgendwie lieb. Aber da habe ich noch nicht so den Plan, dass er machen will. Auf jeden Fall reicht es nicht. Sind zu viele Straßen vereist. Was ist das Ding eigentlich? 5000. Die Straßen müssen kurz noch vereist bleiben. Wir müssen uns hier unterm Strom kümmern. Gibt's eigentlich eine über Anno? Ne, gibt's nicht. So eine Pipette, wo man dann auswirkt und baut dann das gleiche nochmal nebendran. Warum eigentlich nicht? So. Brauchen nämlich mal ein bisschen Strompuffer. Weil wir uns gleich hier kümmern. Und Hannibal ist da! Sehr schön. Gut, dann speichere ich gleich. Ich hetze Hannibal. Alles gut, alles gut. Alles gut. Meine Bürger frieren eh noch. So, das heißt, ich kann mir selber. Was ist hier los? Wollt ihr mich veralbern? 60.000 eine! 60.000 eine! What the fuck? Okay, da müssen wir noch ein bisschen sparen. Ich meine, wir verdienen aktuell 5.000. Das ist schon mal vollkommen in Ordnung. Und wie sie alle jetzt einziehen wollen, wie sie sagen wollen, ja, hier gefällt's uns, wir wollen hier bleiben. Aber nur da, wo die Heizung ist. Ungebildet, gut gebildet, hochgebildet, Senioren, 4 Senioren. Oh, 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 oh. Leute. Packt die Heizdecken aus. Ja gut, da müssen wir jetzt... Oh, jetzt geht's Geld wieder runter. Was ist denn da? Was ist denn hier los? 60.000 eine Kesselstation. Hör mal, wer da kesselt, hä? Legen das mal nochmal dahin. Ich meine, klar, auf lange Sicht, aber mit dieser einen weiteren Kesselstation, ja, das dürfen wir nicht vergessen, mit dieser einen weiteren Kesselstation kommen wir ja auch nicht sehr viel weiter, ja.
Also, da kommen wir vielleicht bis hier und dann hier so halb rein oder so. Das wird nicht reichen. Ne? Wird ja jetzt schon knapp. Wie sieht es im Strom aus? Ja, er passt aktuell noch. Aber das Wasser wird knapp. Oh, und apropos, Leute, warum sagt ihr nichts? Müll! Was kostet die Verbrennungsanlage? Die kostet zumindest keinen Strom, die erzeugt Strom, oder? Naja. Ja, tut sie. Ja, tut sie. Aber die braucht keine Fernwärme, oder? Wenn die Müllverbrennungsanlage Fernwärme braucht, dann drehe ich am Rad. Okay, also wir müssen als nächstes die Müllverbrennungsanlage bauen. Das muss ich mir auf die Fahnen schreiben. Gut, ich speichere hier jetzt. Schönes Spiel, schönes Suchtspiel vor allem. Speicher in der Cloud, das gute Eishilz. Zack, abgespeichert. Gut, im Streamlab dabei, es geht weiter. Wir machen jetzt Sea of Thieves und segeln da eine Runde zu dritt. Aber für City Skylines ist an dieser Stelle hier Schluss. Ich weiß nicht, wann ich es wieder auspacke. Ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht morgen an Heiligabend, wo ich einen kleinen Stream mittags machen möchte. Vielleicht am Sonntag, wo ich auch definitiv zu Hause bin und nicht weg bin. Am Montag bin ich wahrscheinlich unterwegs. Wir gucken mal. Ja, und die anderen Spiele kommen auch wieder rein. Aber wie gesagt, hier ist jetzt für die Aufnahme von City Skylines Schluss. Und gleich gibt es Sea of Thieves. Deswegen für alle, die das hier nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Oberbürgermeister Fitzfuchs. Wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video.